Jo Freunde, was geht und damit willkommen zu einem neuen Projekt auf diesem Kanal. Und zwar widmen wir uns einem Projekt, was ich schon mal gebracht hatte. Vor über 2,5 Jahren müsste das gewesen sein. Und zwar zocke ich jetzt als Nachfolge von der Formel 1 22 Karriere Formel 1 Championship Edition beziehungsweise Formel 1 2006. Ein sehr, sehr geiles Formel 1 Spiel. Vor allem in meiner Kindheit sehr, sehr viel gespielt auf PSP, auf PlayStation 2 und eben auf der PlayStation 3. Vor knapp 2,5 Jahren nochmal gekauft. Wer sich an das Projekt von damals noch erinnern kann, ist echt ein absoluter OG auf diesem Kanal, Freunde. Aber ja, ich dachte mir, es wird auf jeden Fall endlich mal wieder Zeit, dieses legendäre Formel 1 Spiel zu zocken. Und das Spiel ist eben unter anderem das letzte Nicht-Codemasters Formel 1 Spiel. Formel 1 Championship Edition wurde eben damals noch von Sony entwickelt, beziehungsweise von Studio Liverpool heißen die Macher. Die haben unter anderem die Formel 1 Spiele 2003, 4, 5 und 6 entwickelt. EA hat eben auch damals schon sehr, sehr viele Formel 1 Spiele entwickelt und die sind ja bekanntermaßen jetzt auch wieder quasi der Publisher von den Formel 1 Spielen. Ich würde sagen, wir legen los mit einer neuen Karriere. Ich bin schon sehr, sehr gehypt. Vor allem weiß ich noch ganz genau, wie schlimm diese Testfahrten waren. Zumindest auf bestimmten Strecken. Also wer das Spiel damals gezockt hat, schreibt das gerne mal erstmal unten in die Kommentare rein, Freunde. Bei dem damaligen Projekt bin ich eben auch Weltmeister geworden mit Ferrari. Wir haben gestartet damals bei Toro Rosso. Dann ging es eben weiter zu Honda. Und zur dritten Saison ging es zu Ferrari. Und ich möchte unbedingt auch gerne bei Toro Rosso starten, weil es eben das beste Team ist, was man sich am Anfang aussuchen kann. Um das ehrlich mal zu sagen, die anderen zwei Teams, Midland und Super Aguri, sind viel zu schlecht zu Beginn des Spiels. Also auf jeden Fall Toro Rosso ist mein Ziel, Freunde. Lasst zum Start von dem Projekt natürlich gerne erstmal ein Like da. Und wer neu auf dem Kanal ist, kann auch gerne mal ein Abo da lassen. Meine Stimme hört sich heute auch noch ein bisschen scheiße an. Bin nach wie vor erkältet. Also mal schauen, wie lange das Ganze noch andauern wird. Ich hoffe nicht mehr allzu lange. Diejenigen, die Formel 1 Manager Folge gesehen haben in Monza, die wissen Bescheid. Das war eben 2-3 Tage davor. Jetzt geht es mir schon ein bisschen besser. Die Halsschmerzen sind zum Glück vorüber. Bloß der Rest ist jetzt auch am Start. Nase und so weiter zu gewesen heute Nacht. Das war richtig scheiße. Also irgendwie kaum ist es kälter geworden. Plötzlich gefühlt jeder wieder erkältet. Egal, damit legen wir los. Fahrer wurde erstellt. Nationalität Deutschland. Und dann kann man eben hier nochmal kurz ein paar Sachen einstellen. Den Kopf quasi wählen, also das Charaktermodell. Damals gab es auch schon einige zur Auswahl. Und zwar 17 Stück insgesamt. Wir schauen einfach mal. Ich denke, der erste war schon so einer der besten oder der hier. Und das Geile ist, damals gab es echt sogar schon Podiumsanimationen. Also ein Feature, was Codemasters erst irgendwie zu Formel 1 2015 wieder reingebracht hat oder so. Und das gab es einfach schon 2006, also sehr, sehr viele Jahre davor. Genau das Coole ist, damals gab es sogar auch schon Frauen im Spiel, was irgendwie auch erst später mit Formel 1 bei Codemasters reinkam. Das ist schon krass, was es damals schon für Features gegeben hatte. Den Typen wählen wir jetzt, den guten Mann hier. Ansonsten Helme gibt es auch 23 verschiedene von verschiedenen Ländern. Hier zum Beispiel Belgien, das müsste glaube ich Brasilien sein. Den Japan-Helm finde ich persönlich auch ganz schön. Das passt, Freunde. Und ich stelle euch gleich erstmal die ganzen Teams und Fahrer vor, die es eben zur Formel 1 2006 Saison gegeben hat. Und da werdet ihr sehen, es fährt nur noch ein einziger Fahrer aus diesem Jahr in der aktuellen Formel 1 Saison. Und das ist natürlich ein gewisser Fernando Alonso. Als erstes Team haben wir Super Aguri, das Team, was eben genau im Jahre 2006 erst gegründet wurde. Das aus Japan stammende Team hat eben die beiden japanischen Fahrer Yuichi Ide und Takuma Sato. Heutzutage existiert das Team bekanntermaßen nicht mehr. Die letzte Saison müsste davon 2008 gewesen sein. Und dann geht es weiter mit der Scuderia Toro Rosso, war auch ebenfalls das erste Jahr von diesem Team. Das Team existiert aktuell ja bekanntermaßen unter dem Namen Alpha Tauri und das ist eben das Schwesterteam von Red Bull. Damals die beiden Fahrer Scott Speed in seiner ersten Formel 1 Saison, der Amerikaner, und eben Vitantonio Liuzzi, damals schon relativ erfahrener Fahrer gewesen. Liuzzi ist ja unter anderem später noch zu Force India gewechselt. Das nächste Team ist Midland und das ist heutzutage sogar eben das Aston Martin Team, wer das nicht wusste, weil Midland wurde damals eben 2007 zu Spike, glaube ich, umbenannt und dann kam eben 2008 Force India und nach Force India kam natürlich Racing Point und nach Racing Point kam eben Aston Martin in die Formel 1. Also das damalige Midland-Team ist quasi das aktuelle Aston Martin-Team und da waren eben die beiden Fahrer Christian Albers und Thiago Monteiro. Monteiro sagt vielleicht dem einen oder anderen auch noch was, war eben schon ein paar Jahre zuvor in der Formel 1 aktiv und das nächste Team ist das BMW Sauber-Team, was ja auch nicht mehr aktuell in der Formel 1 existiert, leider. Persönlich fand ich, das war schon ein sehr, sehr geiles Team, aber klar, BMW Sauber wurde natürlich zum normalen Sauber-Team, was eben aktuell unter dem Namen Alfa Romeo Sauber fährt. Und damals war eben der Formel 1 Weltmeister Jacques Villeneuve, glaube ich, in seiner letzten Formel 1 Saison müsste das gewesen sein. Mitten in der Saison 2006 wurde er eben durch Robert Kubica ersetzt. Ein sehr, sehr bekannter Fahrer natürlich, auch heutzutage noch in der Formel 1 als Testfahrer, der gute Robert. Und ich glaube, das erste Rennen müsste in Monza von Kubica gewesen sein. Und dort hat er eben auch schon ein Podium direkt bei seinem Debüt geholt für BMW Sauber. Und neben ihm an seiner Seite war der Nick Heidfeld,
Feld. Ein sehr, sehr nicer Fahrer, finde ich, gewesen in der Formel 1. Hatte leider nie so wirklich das perfekte Auto, um den Titel mitfahren zu können. Aber in den BMW-Sauberzeiten, da konnte der echt schon sehr, sehr gute Ergebnisse einfahren. Podien. Weiß gerade nicht genau, ob er einen Sieg geholt hat. Ich glaube aber nicht. Nick Heidfeld ist ja unter anderem noch bis 2011, glaube ich, gefahren in der Formel 1. Damals eben beim Lotus-Team. Dann kommt eben noch das Red Bull-Team, was damals eben sich noch komplett im Mittelfeld der Formel 1 befunden hatte. Nicht wie heutzutage als absolutes Top-Team auf Platz 1 mit Verstappen als neuen Weltmeister, höchstwahrscheinlich von der Saison ebenfalls. Damals hat Red Bull eben gerade mal seine zweite Saison in der Formel 1 gehabt, unter anderem mit dem Fahrer Christian Klien, der Österreicher, und dann eben noch David Coulthard, eine absolute Formel 1-Legende, der Schotte. Seine letzte Formel 1-Saison müsste 2008 gewesen sein von Coulthard. Als nächstes folgt Honda, auch ein sehr, sehr cooles Team, finde ich, damals gewesen, mit Jenson Button und Rubens Barrichello. Barrichello damals eben durch Felipe Massa bei Ferrari ersetzt worden und dann ist Barrichello eben zu Honda gewechselt, mit Jenson Button an der Seite. Button konnte auch seinen ersten Formel 1 Rennsieg im Jahre 2006 holen, und zwar in Ungarn müsste das gewesen sein, und Jenson Button war zu dem Zeitpunkt schon einige Jahre ja in der Formel 1 aktiv, und Honda wurde ja damals 2009 zu Brawn GP, genau mit der gleichen Fahrerpaarung, also Barrichello und Jenson Button, und wir wissen ja, Brawn GP wurde dann später zu Mercedes, also echt interessant, wie viele von den damaligen Teams eigentlich heute noch existieren, nur eben unter ganz anderen Namen. Und dann geht's auch ganz geil weiter mit Williams, und zwar damals Nico Rosberg mit der absolut geilen Mozart-Frisur, Freunde, in seiner ersten Formel 1 Saison, ganz, ganz jung damals gewesen, Nico Rosberg, damals eben bei Williams gestartet, bis 2009 ist er eben bei Williams gewesen, dann eben 2010 bis einschließlich 16 ist ja Nico Rosberg für Mercedes gefahren und wurde dann eben Weltmeister bekanntermaßen, und danach folgte ja auch schon sein Rücktritt, und an der Seite davon war eben Mark Webber, auch relativ noch am Anfang seiner Karriere damals gewesen. Webber ist ja ein Jahr später 2007 zu Red Bull gewechselt und ist dann eben dort bei Red Bull geblieben bis einschließlich 2013, und damals konnte er noch lange nicht ahnen, was da später auf ihn zukommen würde, mit WM-Titelkampf 2010 unter anderem mit Vettel und Alonso, und bei Toyota haben wir Jarno Trulli, ist eben damals von Renault zu Toyota gewechselt. Trulli war ja auch noch relativ lange in der Formel 1 aktiv, bei Toyota bis 2009 einschließlich, und danach ist Trulli, glaube ich, 2010 zu Caterham gewechselt, und dann an der Seite noch Ralf Schumacher, auch ein sehr, sehr cooler Fahrer, der Bruder von Michael Schumacher, bei Toyota nicht so eine erfolgreiche Zeit gehabt, aber konnte ein paar Podiumsplätze holen, ist eben damals von BMW Williams zu Toyota gewechselt, und das müsste seine zweite Saison bei Toyota hier gewesen sein, im Jahre 2006, und hat dann eben nach 2007 aufgehört mit der Formel 1 Karriere, und danach kam natürlich Timo Glock als Nachfolger bei Toyota, auch sehr cool gewesen mit Timo Glock, Toyota ja auch so eines der Teams, was echt sehr, sehr viel hätte erreichen können. Wer sich dafür interessiert, ihr könnt euch gerne mal irgendwelche Podcasts reinziehen von Ralf Schumacher, von Jarno Trulli. Da gibt es echt sehr, sehr interessante Stories, dass eben Toyota unter anderem 2010 schon ein sehr, sehr starkes Konzeptauto entwickelt hatte. Und letzten Endes hat er Toyota doch leider aufgehört nach der Saison 2009. Und dann geht es weiter mit der Scuderia Ferrari, Felipe Massa, bei seiner ersten Saison bei Ferrari. Auch sehr, sehr interessant. Also da stand er noch vor seinen ganzen großen Erfolgen, seinen vielen Rennsiegen, dem leider verpassten Titel 2008. Und dann natürlich den legendären siebenfachen Weltmeister Michael Schumacher. Das war eben damals seine letzte Saison vor dem ersten Rücktritt. Danach ist er natürlich wieder in die Formel 1 gekommen. Hatte im Jahre 2006 eben einen sehr, sehr geilen WM-Kampf mit Fernando Alonso. Und ja, dann geht es weiter mit McLaren, Juan Pablo Montoya. Auch ein sehr bekannter Fahrer in der Formel 1. War davor eben auch bei Williams. Er wurde in Real Life zur Mitte der Saison 2006 aber allerdings durch Pedro de la Rosa ersetzt. Und danach ist Montoya eben in der NASCAR-Serie noch einige Jahre gefahren. Und an seiner Seite war noch der damals sehr, sehr junge Kimi Räikkönen. Kimi Räikkönen damals bei McLaren. Sehr, sehr cool gewesen. Der Iceman, absolute Legende. Und dann kommen wir zum letzten Team, Renault, und damals eben eines der Top-Teams gewesen. Neben McLaren und Ferrari mit Giancarlo Fisichella. Zu dem Italiener muss man nicht allzu viel sagen. Hat auch einige Rennsiege geholt. Und unter anderem auch die erste Pole für Force India damals, 2009. Auch sehr, sehr krass gewesen. Und an seiner Seite der noch sehr, sehr junge Fernando Alonso, Freunde. Auch sehr, sehr krass. Er hat eben die beiden Titel mit Renault geholt, 2005 und eben hier 2006, Freunde. Und ja, das ist schon krass, wie jung damals Alonso war und ist wie gesagt der einzige noch aktuelle Fahrer in der Formel 1, der eben damals schon gefahren ist im Jahre 2006. Also schon sehr, sehr krass, das Ganze zu sehen, dass eben von diesen ganzen Fahrern nur noch quasi Fernando Alonso übrig geblieben ist im aktuellen Fahrerfeld. Und jetzt würde ich aber sagen, legen wir los mit der Karriere. Genug drumherum geredet. Ich hoffe, das war eine ganz coole Einführung für euch. Wir werden 20% Renndistanz fahren. Treibstoffverbrauch skaliert, das heißt, das wird quasi auf die Renndistanz runtergebrochen. Das heißt, man muss auf jeden Fall einen Boxenstopp machen. So, fliegender Start natürlich aus. Einführungsrunde braucht man auch nicht. Und das passt, Freunde. Ich weiß gar nicht mit der Facecam. Ich habe sie jetzt mal oben
oben links eingestellt. Ansonsten schauen wir einfach mal. Ich bin schon sehr, sehr gehypt auf das Spiel. Also ich freue mich schon mega. In der heutigen Folge werden wir eben den Start machen, die Testfahrten. Wir schauen einfach mal rein. Das Karrieremenü, damals auch relativ spärlich gewesen. Wir sehen eben nur so eine Art Smartphone, beziehungsweise damals gab es ja noch keine Smartphones, sondern eben so ein PDA oder PDA, wie das auch immer heißt. Hier erstmal im E-Mail-Posteingang unser neuer Agent, und zwar Janet Dean, oder wahrscheinlich unsere Agentin. Ist sie wahrscheinlich mit James Dean verwandt oder was? Nein, Spaß, Freunde. Sie ist eben unsere Agentin, hat sich erstmal hier schön vorgestellt. Sehr schön. Okay, dann schaue ich einfach mal rein, und zwar beim Menü Neueinstellungen. Da sehen wir eben die drei Teams, die man am Anfang zur Auswahl hat, und zwar Scuderia Toro Rosso, Super Aguri und eben Midland. Wie gesagt, die drei schlechtesten Teams im Spiel. Super Aguri ist eben das schlechteste, Midland das zweitschlechteste und Toro Rosso das drittschlechteste. Und was erstmal ganz, ganz wichtig ist, wenn ich hier die Probefahrt vereinbare, dass wir als Strecke Magny-Cours bekommen. Damals eben in Frankreich die Strecke gewesen, und das ist somit das einzige Programm, wo man es eigentlich ganz easy schaffen kann. Ansonsten gibt es andere Programme oder andere Strecken, da sind die Zielzeiten sowas von schwer gewesen bei dem Spiel. Deshalb muss ich erstmal abspeichern, damit ich auf jeden Fall einen Platz bei Toro Rosso auch bekomme. Ey, diese Hintergrundmusik ist auch so legendär bei dem Spiel damals gewesen. Richtig geil. Okay, dann werde ich erstmal bei Toro Rosso etwas vereinbaren und wir bekommen Magny-Cours, Freunde, jawohl. Dann schauen wir mal. Also die erste Probefahrt wird jetzt gemacht für Toro Rosso. Ich hoffe, das ist die eine, wo man quasi drei Runden fahren muss, weil die ist relativ einfach. Ich bin schon sehr gespannt. Hier das Lademenü, auch ganz cool. Da stehen eben ein paar Tipps unter anderem. Oh, jawohl, Freunde, wir haben genau das Programm bekommen, was ich wollte. Und zwar drei aufeinanderfolgende Runden. Ich bin mal echt gespannt. Also das Fahren, und wir sehen jetzt auch das erste Mal, wie das eben auf der Strecke aussieht. Wie ich finde, auch ganz nice eigentlich. Ich muss, glaube ich, doch die Facecam wieder auf die alte Position machen. Da ist das, glaube ich, schon am besten, weil da ist eben kein Bildschirm quasi im Weg. Okay, ich kann die Facecam, glaube ich, ein bisschen... Ey, okay, Digga, danke dafür für nix. Okay, man kann die Fahrhilfen zum Glück einstellen, weil sonst hätte ich gar nichts geschafft. So, Stabilitätskontrolle, weiß ich gar nicht mehr. Hatte ich die auf stark oder schwach oder out? Das dürfte schon so passen, hoffentlich. Stimmt übrigens, das Spiel kam eben auf der PlayStation 3 raus, war damals eben auch PlayStation exklusiv wegen Sony als Entwickler. Und wir schauen einfach mal, let's go mit dem Toro Rosso. Ich muss mich erstmal eingewöhnen. Deshalb habe ich sowieso abgespeichert, falls ich es verkacken sollte. Die Grafik, muss ich sagen, war von damals echt ganz solide eigentlich. Also schon sehr, sehr stark im Vergleich zu zum Beispiel den ersten Codemasters-Spielen, Formel 1 2010 oder 11. Da war das Spiel schon eigentlich ganz geil von der Grafik her. Also kann man sich echt nicht beschweren. Ja, genau das habe ich gemeint. Ich muss jetzt neu starten, beziehungsweise habe keinen Versuch mehr. Jetzt der nächste Versuch. Also ich bin echt gespannt, wie viele Versuche ich hier brauchen werde. Ich habe die Steuerung jetzt auch mal endlich umgestellt. Also ich denke, das dürfte jetzt mal passen. Ansonsten muss ich mal vorher lieber speichern. Nicht, dass ich jedes Mal hier diese komischen Sachen einstellen muss. Oh, perfekt. Erstmal schon vor der Runde einen Unfall gebaut. Aber egal. Dürfte, glaube ich, trotzdem passen. Also eigentlich waren die Zielzeiten nicht so schwer, aber ich muss mich erstmal wieder eingewöhnen. Vor allem das Auto lenkt sich halt ganz anders als bei den neueren Formel 1 Games. Und vor allem bin ich schon jahrelang gefühlt nicht mehr mit Controller gefahren. Also das ist halt schon eine große Umstellung. Die Lenkung ist teilweise echt mega direkt. Wenn man hier ein bisschen nach rechts, links geht, merkt man direkt irgendwie, dass das Auto schon einlenkt. Das ist halt schon krass. Wie so ein Go-Kart, bloß mit 5000 PS gefühlt. Ja, das war bisher ganz solide, die Runde. Bloß halt ein bisschen mal wieder eingewöhnen. Also die Steuerung ist, wie gesagt, nicht ganz so einfach zu Beginn. Ich glaube, 1,16 müsste man, glaube ich, schaffen. Und dann hätte man quasi diese Zielzeit auf jeden Fall für drei Runden. Okay, die erste Runde ist, glaube ich, erstmal zu langsam. Boah, erster Sektor, 1,2 Sekunden besser. Nur weil ich wahrscheinlich am Anfang der Runde davor eben ein bisschen Zeit verloren hatte. Weil ich ja am Anfang erstmal den Dreher quasi hatte. Oh, nee, die Runde zählt nicht und damit kann man das, glaube ich, schon vergessen. Was ich ein bisschen blöd finde, diese Kurvenanzeigen da oben. Boah, der erste Sektor bisher top unterwegs gewesen hier. Das Ding ist, man darf halt gefühlt keinen Fehler machen, weil sonst ist halt der ganze Test direkt mal verkackt. Ey, Digga, dieser Curb, ja, genau. Das ist auch so eine dumme Stelle bei der Strecke. Eigentlich eine leichte Strecke, wenn man die Zielzeit ohne Fehler hinbekommt. Okay, Versuch Nummer 3 mittlerweile schon hier in Magny-Cours. Ansonsten kann ich das vielleicht auch mal versuchen, quasi nur eine einzelne Runde zu schlagen. Weil drei Runden ist halt schon schwer, ohne Fehler das Ganze zu schaffen vor allem. An sich eine einzelne Runde schafft man safe die Zielzeit ganz locker. Ja, genau, jetzt hier fahre ich wieder mega weit draußen. Jetzt kommt gleich wieder diese blöde Stelle vom Dreher. Ja, jawohl, Freunde, das war top. Ich glaube, man darf nur nicht bremsen oder beschleunigen auf den Curb. Ansonsten darf man das, glaube ich, schon machen. Also drüber fahren an sich. Hier auch diese Stelle. Ja, okay. 1,17,9. War jetzt, glaube ich, auch noch zu langsam. Vor allem halt am Anfang.
Boah, 1,5 Sekunden schon schneller, sehr schön. Das Ding ist aber, selbst wenn wir die 3,50,5 schaffen, heißt das noch lange nicht, dass wir quasi zweiter Fahrer werden. Weil das Problem ist, man kann eben auch leider Testfahrer hier werden. Und man muss die Zeit schon so um 1-2 Sekunden locker schlagen, damit man eben das zweite Fahrerangebot bekommt. Ich glaube, damals war ich sogar so krass, dass ich sogar ein ersten Fahrerangebot bekommen habe, direkt bei Toro Rosso. Eben auch nochmal 2/10. Also 1,15er Zeiten sind eigentlich safe drin. Also war okay, aber nichts Besonderes. Ja, 1,16,1. Also das geht schon mal in die richtige Richtung. Also wenn ich solche Runden 3 hintereinander schaffe, dann sollte ich safe den Platz bekommen mit 1,16er. Das wären eben knapp 2,5 Sekunden vor der Zielzeit. Aber muss man erstmal hinbekommen. 3 Runden in Folge so gut. Und genau das ist halt das Schwere an diesem Spiel. Diese bescheuerten Testfahrten, wo man erstmal hier sich gut einfahren muss, um überhaupt mal ein Cockpit zu bekommen. Bei den aktuellen Formel 1 Spielen startet man direkt rein, hat schon ein Cockpit sicher. Und hier muss man sich erstmal beweisen, hier bei der Testfahrt. Und das Coole ist, damals gab es eben noch keine Rückblenden. Vor allem für mich echt eine große Herausforderung bei den aktuellen Formel 1 Spielen. Und deshalb umso witziger vielleicht für euch beim Zuschauen. Weil ich eben hier keine Rückblende verwenden darf, das war knapp, aber wir haben es überlebt. Come on, also 2/10, aktuell schneller. Das sieht gut aus, wenn ich so eine 1,15,5 nochmal hinkloppe. Kurz, die erste Runde war halt leider nicht die beste, deshalb bin ich mir nicht sicher. Oh, come on, das war zu schlecht, glaube ich, für das Cockpit. Wir sind zwar schneller, 1,2 Sekunden, wir haben den Test geschafft, aber ich glaube, das heißt noch lange nicht, dass wir hier ein Cockpit bekommen für den zweiten Fahrer. Okay, Digga, ich hoffe, automatisches Speichern ist nicht aktiviert worden. Ich wette zu 90%, dass wir ein Testfahrerangebot haben. Ja, genau. Dankeschön, Toro Rosso, für nix. Jetzt Versuch Nummer 4 müsste das mittlerweile schon sein, Freunde. Ich sag aber, jetzt spüre ich es in der Luft. Wir schaffen es safe. Ich glaube, mindestens eine 3,48 und dann sollte ich schon packen mit dem zweiten Fahrer. Also so ungefähr 2,5 Sekunden muss ich, glaube ich, schon schneller sein, damit ich eben das Cockpit da bekomme. Boah, ich weiß noch damals, als ich bei Ferrari und Honda die Testfahrten gemacht habe. Ich musste da so eine kranke Zeit hinkloppen, damit ich da eben den Platz bekomme. Ich glaube, bei Ferrari hatte ich irgendwie 1,12er Zeiten oder so hier in Magny-Cours. Also das war schon sehr, sehr krass, wie schnell man da letzten Endes sein musste, um den Platz zu bekommen. Was geil ist, manchmal gibt es auch Programme, wo man quasi nicht genau 3 Runden Zeit hat für die Zielzeit, sondern quasi von 5 oder 4 Runden die besten 3 gezählt werden. Und das ist halt schon deutlich entspannter als jetzt hier. Ah, das war ein bisschen weit draußen am Ende, aber trotzdem okay hier im ersten Sektor. Also die Strecke ist echt so eine der leichtesten hier im Spiel sogar. Und das muss schon was heißen. Ansonsten Bahrain ist auch noch ganz einfach. Und das ist ja eben auch der Saisonbeginn in Bahrain. Also ich freue mich schon, wenn ich endlich den Platz hier bekommen habe und dann endlich mal loslegen kann in Bahrain. Boah, das war ganz knapp am Rand, dass wir fast hier die Runde nicht gezählt bekommen. Aber 2/10 nochmal schneller. Boah, hier auch super. Ah, okay, doch nicht ganz super. Aber eine 1,14,96. Das ist eine Top-Runde. Eigentlich ist es nicht schwer, eine 1,15er Zeit zu schaffen, jetzt mal ganz ehrlich. Bloß, man muss sich echt lange einfahren zu Beginn des Spiels. Oh ne, ich bin so ein Idiot. Ich fahre erstmal komplett raus. Scheiße. Boah, das war jetzt top hier, die letzten Kurven. Und das ist eine 3,47,8. 2,7 Sekunden schneller. Also wenn das nicht reicht, weiß ich, da ist safe noch Potenzial da. Aber das müsste eigentlich schon reichen. Komm. Okay, wir schauen rein. Neueinstellung Toro Rosso Angebot. Als erster Fahrer. Jawohl, Freunde. Hä, das war ja gar nicht so schwer. Ganz ehrlich. Einfach nur einmal richtig hinbekommen. Und da haben wir es geschafft, Freunde. Wir sind erster Fahrer bei Toro Rosso. Endlich mal. Boah, und die Ziele sind ja mega entspannt. Gerade mal Platz 18 und 20 als Qualifying und Rennziel. Das ist ja easy. Und vor Scott Speed eben fahren. Unserem Team. Kollegen. Sehr schön, also damit jetzt in Bahrain am Start. Wir legen damit auch gleich los mit dem ersten Wochenende. Hier hat die nochmal geschrieben, die erste Probefahrt war erfolgreich. Sehr schön, also wir haben es geschafft. War doch gar nicht so schwer. 4-5 Versuche. Ich dachte echt, wir müssten noch schneller fahren im Vergleich zur Zielzeit. Da sehen wir schön den Toro Rosso Hintergrund. Hier sieht man eben so eine Art News-Seite. Hier zum Beispiel, Renner verpflichtet sich als erster Fahrer bei Toro Rosso. Wir sind eben hier am Start. Eine spannende Saison steht bevor. Ansonsten würde ich sagen, legen wir jetzt aber los mit dem Wochenende. Wird Renault auch in Bahrain dominieren. Und für Bahrain gibt es auch für uns schon sehr, sehr gute Chancen auf Punkte, weil das war eben eines der Rennen, wo man easy Punkte holen kann. Ein Rennen, bei dem man wirklich auch einen Sieg in der ersten Saison easy holen kann, ist eben genau Magny-Cours gewesen, wo wir jetzt eben die Testfahrt hatten, weil das ist eine Strecke, da habe ich eigentlich immer gewonnen, auch bei Toro Rosso schon. Also das müsste eigentlich schon ganz gut klappen, dass wir in Bahrain ein paar Punkte mitnehmen. Mein Ziel ist mindestens Platz 6, glaube ich. Also das kann man, glaube ich, schon easy packen heute.
Ich bin echt gespannt. Also lass wie gesagt zum Start nochmal ein Like da. Ich glaube, die erste Folge wird sowieso echt mega lange jetzt schon gehen. Aber trotzdem ganz geil zu Beginn vor allem. Grand Prix beginnen. Okay, dann legen wir los. Ich weiß gar nicht genau, was man hier machen kann. Okay, Rennwagenentwicklung. Das muss man, glaube ich, nicht machen. Ich weiß gar nicht mehr genau. Ich würde sagen, wir legen los mit dem Qualifying. Ich hoffe, ich muss nicht irgendwas Komisches einstellen. Ich schaue mal kurz rein. Treibstoff. Hier Qualifying. Hier Runden dürfte passen. Rennen ist insgesamt 12 Runden lang. Genau, Stop so ungefähr in Runde 6, Runde 5. Muss ich nochmal ganz kurz gucken. Muss man da irgendwas einstellen? Ich weiß gar nicht mehr genau. Ich habe manchmal, glaube ich, schon was eingestellt. Boah, ich habe echt gar keine Ahnung, ob ich da was eingestellt habe. Wir wählen auf jeden Fall die weichen Reifen. Oh, stimmt, das war wichtig. Natürlich die weichen Reifen fürs Qualifying. Das Blöde ist, man konnte damals noch nicht die Outlap überspringen. Also man muss erstmal ganz manuell rausfahren. Ansonsten sehen wir beim HUD noch unten links eben die Reifenanzeige. Wenn die Reifen auf Temperatur sind, werden die eben grün angezeigt. Bahrain ist schon ein gemütlicher Start in die Saison. Zumal es ja dort eben relativ einfach ist im Vergleich zu KI. Also ich denke, wie gesagt, Punkte sind safe drin. Ich hoffe mal, dass ich jetzt nicht zu viel verspreche und plötzlich irgendwie einen Unfall baue oder so. Das wäre natürlich peinlich. Und es gibt, wie gesagt, gar keine Rückblenden bei dem Spiel. Und das ist eben noch eine besondere Herausforderung. Aber rein ist aber, glaube ich, echt eine easy Strecke zu Beginn. Okay, erstmal große Töne spucken und dann fahre ich erstmal komplett nach draußen. Ich glaube, die KI ist manchmal auch ein bisschen dumm hinten drauf gefahren oder so. Wir sehen aber, wir sind sogar schneller als ein Honda hinter uns und das muss schon was heißen, dass wir eben hier eine ganz gute Pace haben werden. Genau, die Rangordnung von den Teams war eigentlich so ungefähr, wie ich sie vorhin auch aufgelistet habe. Also ganz vorne eben Renault, Ferrari, McLaren und danach folgt eben Honda, Williams ungefähr auf Platz 5. BMW sauber, glaube ich, 6. Dann Red Bull. Genau, ansonsten Toyota ist auch noch irgendwo im Mittelfeld. Das habe ich, glaube ich, vorhin vergessen. Die erste Runde war nicht die beste. Aber ich glaube, da kann man safe noch 2 Sekunden oder so rausholen. Eine 1,37,3. 3 Sekunden im ersten Sektor alleine. Und da merkt man, wie viel Zeit ich... Ja, okay, direkt der nächste. 2 Fehler hintereinander. Ey, Digga, diese Curbs sind so dumm bei dem Spiel, Mann. Was ist das denn? Schon das 3. Mal in der Runde. Ey, jetzt fährt uns noch ein Button hinten drauf, oder was ist das denn? Die Runde war an sich eigentlich viel besser, ohne Fehler wäre ich safe viel, viel schneller. Aktuell Platz 16, gerade mal die 1,36,7. Also das müsste ich ja ganz, ganz locker schaffen. So, erster Sektor schon mal ganz easy hier da vorne, die ganzen Langsamen eingeholt. Das ist aber nicht so geil, weil jetzt sind die halt im Weg. Hier ein Red Bull, Midland sind da vorne eben beide. Ach Gott, Digga, was mache ich denn? Ich bin so ein Idiot, jedes Mal dieselbe Scheiße über den Curb, Mann. Jetzt die nächste Runde, diesmal auch schön freie Fahrt, keine Gegner im Weg. Und das sollte jetzt hoffentlich dann eben die entscheidende Runde sein. So, diesmal nicht über diese blöden Curbs fahren und dann sollte es ganz entspannt werden. Am Ende der Runde, und das wird ganz entspannt, glaube ich, die 1,33,9 und damit sind wir auf Platz 3. Ey, ich hab's euch doch gesagt, Freunde. Ganz entspanntes Ding. Wir kommen damit locker in die nächste Session und wie gesagt, Top 6, Top 5 ist eigentlich selbst in Qualifying schon easy machbar. So, Session wird beendet. Wir liegen eben aktuell auf Platz 3, sogar vor Michael Schumacher. Sehr, sehr geil. Ausgeschieden natürlich der Teamkollege Scott Speed. Mark Webber auf Platz 17 auch ausgeschieden. Jetzt geht es los mit der Runde hier in der zweiten Qualifying Session. Mal schauen. Sollte auch eigentlich ganz entspannt reichen für Q3. Dort in Q3 haben wir dann eben leider das ganze Benzin gefühlt für das Rennen. Und das ist halt irgendwie immer ein bisschen schwerer. Die KI kann dann immer mehr Zeit rausholen. Ah, Digga, dieser Curb war damals auch schon so schlimm, oder was? Erstmal aufpassen. Der Renault, ja okay, den hole ich mir wieder, sehr schön. Boah, hier der Windschatten-Effekt war damals auch schon krass bei dem Spiel. Okay, Alonso, erstmal mit dem kleinen Duell hier nochmal. Am Ende die 1, ja okay, 1,36,1 ist glaube ich doch zu langsam. Felipe Massa, Juan Pablo Montoya, David Kubica, Yamaha.
Und das war jetzt eine ganz entspannte Runde, 1:33.69 und damit sogar aktuell Erster, also besser als Michael Schumacher wieder mal. Und das war echt eine absolute Top-Runde. Also wenn ich so in Q3 fahre, ist Safety Pole Position drin. Aber wie gesagt, in Q3 ist das irgendwie ganz komisch. Man hat irgendwie mehr Schwierigkeiten als die KI mit dem vollen Tank. Wir sind am Ende sogar Erster in Q2, also mega stark eigentlich. Also wie gesagt, die KI ist hier echt nicht gut in Bahrain, dass wir selbst mit einem Toro Rosso hier die Pole Position bekommen. Das ist schon krass. Ansonsten kann man hier eben noch ein paar Sachen einstellen, und zwar beim Treibstoff. Wenn ich hier den Boxenstopp nach vorne ziehe, hat man, glaube ich, schon weniger Benzin im Qualifying. Am Anfang war es eben Runde 6 von 12. Ich werde, glaube ich, einfach Runde 5 machen. Und dann muss ich halt, wie gesagt, mal schauen. Genau hier kann man das nochmal einstellen. Qualifying-Treibstoff wird eben auf realistisch, also 25 Runden werden berechnet. Das Gute ist, theoretisch, wenn man in Runde 3, 4 reinfahren würde, hätte man direkt schon automatisch 5 Runden weniger Benzin pro Runde. Und das ist halt eigentlich schon wertvoll. Man kann den ersten Stop natürlich auch früher machen, aber ich glaube, in Runde 5 dürfte passen, weil es hier halt in Q3 immer ein bisschen schwerer ist mit dem volleren Auto, ist mein Ziel so ungefähr die Top 5, das wäre schon ganz stark fürs Qualifying. Ansonsten beim Rennen dann eben Podium wäre schon heftig. Das ist sowieso, wie gesagt, nur in Bahrain so einfach. Außer Bahrain war sonst nur noch Magny-Cours genauso einfach. Ansonsten die anderen Strecken sind auf jeden Fall alle schwerer, manche sogar extrem schwierig, aber wir werden einfach mal schauen, wie es im Qualifying jetzt hier laufen wird. Benzin halt leider sehr, sehr viel. In Real Life sind, glaube ich, die ganzen Fahrer einfach die 20 Minuten quasi durchgefahren, um eben so wenig Benzin wie möglich in Qualifying zu haben am Ende. Aber echt eine ganz komische Regel von damals, muss ich sagen, dass man so viel Benzin schon mitnehmen musste wie fürs Rennen. Zumal man dann eben quasi in Q2 eigentlich schnellere Runden fährt als in Q3 letzten Endes. Und eigentlich ist das Qualifying ja dafür da, dass man eben die absolut schnellsten Zeiten hinlegt. Und genau in Q3 fährt man dann eben langsamere Zeiten. Die erste Runde bisher war aber echt ordentlich, keine Fehler. Insgesamt ganz solide. Also mal schauen, ich denke Top 6 dürfte... Ja, okay, Digga. Ey, Mann, diese Scheiße. Man dreht sich hier so leicht weg bei dem Spiel. Das kann nicht wahr sein. Egal, das Auto wird sowieso immer besser, je länger man fährt, weil eben das Benzin immer weniger wird. Oh, erster Sektor, schon mal 3/10. Sehr schön. Also vielleicht war es doch nicht so schlecht, dass ich die Runde verkackt habe davor. Oh, nee, das war zu spät. Aber trotzdem im zweiten Sektor wegen dem Fehler viel Zeit verloren. Am Ende eine 1:36.7, gar nicht mal so schlecht, aber trotzdem irgendwie nur 10. leider, also die KI ist halt schon echt krass. Keine Ahnung, warum die KI nur so ein bisschen langsamer wird. Obwohl die trotzdem mit vollem Tank fahren, ist die KI gar nicht so viel langsamer als in Q2. So, da habe ich schon immer das Gefühl, dass die irgendwie noch weniger Benzin mit haben als wir. Aber trotzdem eine Verbesserung. Damit sind wir 9. 1:36.0. Also eine Sekunde ist eigentlich safe noch easy drin. Ganz ehrlich. So viel Zeit wie ich davor. Ey, Digga, was mache ich denn? Jedes Mal drehe ich mich irgendwie weg. So eine Scheiße, Mann. Also das Qualifying ist echt so nervig bei dem Spiel, bei Q3 vor allem, weil man eben so viel Benzin mitnehmen muss. Und jetzt mache ich wieder so einen dummen Fehler, Mann. Okay, come on, jetzt hoffentlich mal die gute Runde, die ich hier brauche für eine gute Platzierung. Bisher in Q3 leider echt keine gute Runde hinbekommen, aber irgendwie muss ich doch das mal schaffen. Erster Sektor leider ein bisschen langsamer als bei der Bestzeit, 2/10. Also war nicht perfekt die Runde, aber ich glaube insgesamt schon so die beste zusammengesetzt aus allen. Jetzt mal schauen, die 1:35 dürfte drin sein, 1:35.4. Damit sind wir immer noch 9. Hä? Wie schnell fährt die KI denn hier? Also das ist halt wie gesagt echt komisch. Ja, okay, ist mir jetzt auch egal. Wir drehen uns weg. Also ich denke Platz 7, 6 hätte schon noch drin sein können. Ich habe jetzt aber echt keinen Bock mehr, noch mehr Runden für das Qualifying zu verschwenden, ganz ehrlich. Naja, egal. Damit sind wir am Ende 9. Hier das Ergebnis. Schumacher auf Pole. Platz 6 von Alonso mit 4/10 hätte schon noch drin sein können. Mit 4/10 wäre ich sogar 4. am Ende. Schade. Hier sehen wir auch die beste Runde insgesamt. Wir hätten halt safe die Pole bekommen. Bloß weil man halt in Q3 leider so viel Benzin mitnehmen muss. Das ist halt echt nicht so geil. Stimmt, und damals gab es eben auch unterschiedliche Reifenhersteller. Bridgestone und Michelin. Genau hier hören wir auch schön Heiko Wasser und Christian Danner, glaube ich. Grenzenloser Popularität, obwohl es hier keine einheimischen Teams oder Fahrer gibt, sind die arabischen Gastgeber unheimlich große Fans. Ob Pferde, Kamele oder Formel-1-Wagen, in Bahrain liebt man einfach jede Art von Rennen. Die Formel-1-Tour ist wahrlich im Nahen Osten angekommen und wir haben uns auf einen glühend heißen Tag eingestellt. So sieht ein Renntag mitten in der Wüste aus. Ja, ich glaube, die Intros sind jetzt nicht so interessant, weil die sind eher langweilig erzählt. Also könnt ihr mal gerne reinschreiben, ob ihr das hören wollt oder nicht. Wir starten, damit geht's los mit dem ersten Rennen in der Karriere. Ich hoffe, es gibt hier keinen Frühstart im Spiel. Wäre natürlich auch kacke, aber mal schauen. Wir legen los, leider eben auf der linken Seite, nicht ganz optimal. Das Rennen beginnt
Oh, jawohl, Start war perfekt, also ganz gut weggekommen. Und jetzt erstmal hier Montoya und Button. Ich muss aber am besten hier rechts vorbei, damit ich keinen Auffahrunfall mache. Damit ich keinen Auffahrunfall mache, kann hier, glaube ich, auch easy passieren bei dem Spiel. Die kommen gut dran. Jawohl, Freunde, Top-Manöver. Zwar die Mega-Dive-Bomb und ein paar Fahrer berührt, aber wir sind Fünfter nach der ersten Kurve. Sehr schön, 4 Leute überholt, damit eben schon Fünfter. Sehr, sehr guter Start. Und ja, das lief schon mal ganz gut. Jetzt erstmal konzentriert fahren hier. Also ich denke, wie gesagt, Platz 3, 4 schon drin eigentlich von der Pace her. Wir haben es ja schon in Qualifying gezeigt. Wir waren eigentlich sogar der Schnellste. Jetzt hier reinbremsen gegen Barrichello. Jawohl, damit sind wir schon Vierter. Perfekt hier. Also super erste Runde, 5 Plätze gut gemacht. Man muss gar nicht so gut in Qualifying sein. Man kann sowieso im Rennen noch einige Plätze gut machen. Ich glaube, die ersten 3 kann ich nicht wirklich einholen, außer ich fahre halt mega schnell. Genau hier gibt es auch so einen Wiederholungsmodus, quasi so eine Art Highlight. Da kann man ungefähr eine Runde sich nochmal anschauen und da sehen wir nochmal den Start, wie gut wir da vorangekommen sind. Was auch damals interessant war, und zwar wurden die Runden von rückwärts gezählt quasi. Also man startet mit Runde 12 und dann gehen die Runden eben runter statt hoch. Was jetzt ganz geil ist, dass eben Barrichello die Hintermänner ganz gut auffällt. Also Alonso und die McLaren, die sind normalerweise safe eigentlich schneller als wir. Und ich denke, Fisichella kann man auch noch einholen. 1,7 Sekunden. Also ich denke, Podium dürfte trotzdem drin sein, wenn ich hier keine Fehler mache und ganz gut durchkomme. Platz 4 müsste eigentlich safe drin sein ohne Fehler heute. Und das wäre natürlich schon ganz geil für das Debüt. Erstmal 5 Punkte. Damals, stimmt, gab es auch eine ganz andere Punkteverteilung. Also Platz 1 bekommt 10 Punkte, Platz 2 8, dann der dritte 6 Punkte. Und dann bekommt man bis Platz 8 eben nur noch Punkte. Ja, bisher sieht alles echt top aus. Also wir kommen gut voran. Wir sind jetzt nicht unbedingt langsamer als Barrichello, sondern eher schneller, glaube ich. Im ersten Sektor schön eingeholt auf 1,6 Sekunden nur noch der Rückstand. Sehr schön. Und bei Barrichello schon 2,7. Krass. Also wir sind echt deutlich schneller als Barrichello und die Hintermänner. Also Platz 4 sollte eigentlich schon easy drin sein. Und das Gute ist, man kann bei den Boxenstops hier auch sehr, sehr viel Zeit gewinnen, weil damals auch ganz geil gewesen, gab es ein Minispiel im Boxenstop. Das werdet ihr auch gleich sehen. Man muss eben bestimmte Tasten drücken in der richtigen Reihenfolge und in der schnellsten Zeit. Und dann kann man eben schneller in der Box sein als die KI. Oder fährt jetzt schon in die Boxengasse, mega früh in Runde 9. Das heißt, er hat in Qualifying auch sehr wenig Benzin wahrscheinlich mitgehabt im Vergleich zu uns. Was aber nicht so gut ist, und zwar der Drehzahlbegrenzer. Ich hätte, glaube ich, echt die Übersetzung ein bisschen anders einstellen können. Wir erreichen sehr, sehr früh sogar schon einen Begrenzer. Und das selbst ohne Windschatten. Ich denke, ich verliere dann schon relativ viel Tempo auf der Gerade. Okay, bei uns steht, glaube ich, gleich der Boxenstopp an. Genau, da wird eben das Häuschen angezeigt. Das Häuschen heißt eben, dass man in die Box fahren soll. Die Reifen sind aber eigentlich noch ganz gut. Weil ich glaube, die Reifen werden so gelb und rot und orange angezeigt, je nachdem, wie stark die abgenutzt sind. Aktuell sind die noch gut, also grün. Okay, jetzt angeblich werden die Reifen abgenutzt, hat der Renningenieur gesagt. Ich denke, eine Runde mehr kann man theoretisch auch noch machen. Ich glaube, jetzt sind wir eben auf den weichen Reifen zu Beginn. Ich weiß auch gar nicht, ob man das einstellen kann, bei welchem Stint man welche Reifen nimmt. Und an sich, wie gesagt, Grafik ist schon ganz solide für die damalige Zeit gewesen. Die Fahrzeugmodelle sehen mega gut aus. Die Strecken könnten besser aussehen, aber trotzdem nicht schlecht. Okay, jetzt genau, da sehen wir die Reifenabnutzung. Sind eben schon leicht gelb. Okay, was hier passiert, ist irgendjemand ausgeschieden. Genau, ich glaube, das war okay. Jetzt der Boxenstopp, ganz, ganz wichtig, Freunde. Jetzt kommt es darauf an, ich muss die Tasten eben rechtzeitig drücken und so weiter. Das ist eben nicht ganz so einfach, vor allem jetzt zu Beginn. Ich habe eben gestern noch ein Rennen testweise gemacht, damit ich die Boxenstops jetzt nicht komplett neu lernen muss. Genau, X-Kreis, Dreieck, sehr schön. Und jetzt kommt das hier, genau, zack, 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 Kreis, Dreieck und Viereck. 8,4 Sekunden war in Ordnung. Ist, glaube ich, so ungefähr eine durchschnittliche Zeit. Also nichts besonders Gutes, aber auch nicht besonders schlecht. Mal schauen. Da vorne ist, glaube ich, irgendjemand ausgeschieden, weil da war diese komische Flagge. Glaube ich, jemand Öl verloren hat, beziehungsweise kaputt gegangen ist. Und wir kommen nach dem Stop sogar vor den Kollegen raus. Ey, das ist krank. Also der Kollege war noch nicht in der Boxengasse, Scott Speed. Und wir kommen trotzdem vor ihm aus der Boxengasse. Ich weiß gar nicht, Fisichella, wo der aktuell ist. Hä, warte mal. Hat Fisichella verkackt? Weil der war doch vor uns in der Boxengasse und ist hinter uns rausgekommen, Fisichella. Wir sehen es auf der Streckenkarte. Fisichella ist locker 4-5 Sekunden hinter uns. Lol. Das heißt, wir können safe heute ein Podium sogar holen beim Debüt. Das ist ja richtig geil. Also wir können beim Debüt direkt mal ein Podium holen, Freunde. Besser geht's echt nicht. Kann auch gut sein, dass der eben viel warten musste. Also richtig nice. Jetzt sind die Reifen auch wieder schön auf Temperatur. Trotzdem ein bisschen aufpassen. Ich glaube, wir haben sowieso jetzt mehr als genug Vorsprung auf Fisichella. Und die Ferrari kann ich, wie gesagt, sowieso nicht einholen. Das heißt, ich sollte eigentlich kein großes Risiko mehr eingehen, weil Platz 3 ist sowieso schon safe mittlerweile. Und das ist halt schon geil, dass wir eben Platz 3 am Ende hier schaffen können. Klar, Barrichello fährt noch in die Boxengasse, aber vor ihm sollte ich schon rauskommen. Alonso und Fisichella, echt komisch, dass der eben nur auf Platz 9 ist, Fisichella. Also der hat irgendwie sehr viel Zeit verloren, aus irgendeinem Grund. Oh fuck, Freunde.
Nein, nein, nein. Ey. Dieser Scheißdreher jetzt hier, Alonso. Jawohl, wir sind vor Alonso. Ey, nein, es gibt noch eine Strafe. Ey, Digga. Ja, genau. Ey, verpisst euch doch, Digga. Die scheiß Renaults. Ey, Mann, was ist das denn? Ich bin so ein Idiot. Ich drehe mich hier weg. Ich wusste, da passiert noch irgendeine Scheiße, weshalb ich doch kein Podium bekomme. Und genau das ist passiert. Ich bin rausgefahren und dann gab es eben noch eine kleine Strafe. Ja, jetzt ist Fisichella weg. Heißt, den werden wir wahrscheinlich heute nicht mehr einholen können. Ey, Mann. Und Barrichello wird wahrscheinlich auch safe vor uns rauskommen. Also der Vorsprung war so gut. Wir waren locker 6 Sekunden oder so vor Alonso oder 5. Fuck, Mann. So eine Scheiße. Ich hätte echt länger mit Soft, glaube ich, fahren sollen. Genau, da vorne kommt Barrichello. Und der McLaren kommt wahrscheinlich auch noch vor uns raus. Ey, Digga. Kann doch nicht wahr sein. Ja, jetzt kommen hier Alonso. Ray können es sogar auch vor uns aus der Boxengasse. Digga, was ist das denn? Barrichello ist so weit vorne. Ich habe halt echt ultra viel Zeit verloren. Ich habe mich ja nicht nur einmal gedreht. Ich habe auch noch Alonso berührt und dann nochmal, glaube ich, Alonso. Und jetzt sind wir nur noch 7. Ey, Mann, so ein Scheiß. Jetzt werden wir, glaube ich, 6. Genau, der vorne. Der Ralf Schumacher muss ja auch noch rein. Ich habe sogar extra kurz davor noch gesagt, ich sollte keine Fehler mehr machen, weil ich sowieso genug Vorsprung habe. Wenigstens ist unser Auto nicht kaputt gegangen. Das kann natürlich auch passieren. Also Glück gehabt sogar noch. Ey, aber Kimi ist schon schnell. 2,7 Sekunden. Ich glaube, ich kann das vergessen, weil Kimi ist einfach zu weit vorne. 2,5 Sekunden kann man nicht mehr wirklich einholen, leider. Boah, die Reifen jetzt schon gelb. Also ich hätte schon noch eine Runde länger, glaube ich, fahren sollen. Oh, da vorne jetzt irgendwo eine Ölspur. Da ist wahrscheinlich jemand ausgeschieden. Muss ich aufpassen. Und da war das Öl auf der Ideallinie. Genau, das ist auch gefährlich. Wenn man da reinfährt und bremst, dann kann es auch gut mal passieren, dass man wegrutscht. Ey, aber die Reifen nutzen sich irgendwie richtig schnell ab, komischerweise. Ich habe das Gefühl, dass wir irgendwie mit den harten Reifen gestartet sind. Weil die im ersten Stint haben sich die Reifen kaum abgenutzt. Und hier sind die Reifen jetzt schon mega schnell kaputt gegangen. Oh, jetzt Montoya. Ich hoffe, der kommt nicht vorbei oder ist schon hier vorbei gewesen. Boah, zum Glück schon die letzte Runde. Ich habe gedacht, man fährt noch bis zur 0. Runde. Aber irgendwie die Pace hier im zweiten Stint ist deutlich langsamer als im ersten, komischerweise. Ich habe das Gefühl, selbst ohne den Fehler hätte mich schon noch Barrichello bekommen können. Klar, vorbei wäre der vielleicht nicht mehr gekommen, aber der hätte mich, glaube ich, schon noch eingeholt. Boah, jetzt kommt hier Montoya. Ey, der ist so schnell auf der Gerade in der McLaren. Das ist schon krass. Hier auch nochmal durchgekommen, ohne Fehler. Wie gesagt, echt sehr, sehr schade. Da wäre eben mindestens eigentlich Platz 4, glaube ich, drin gewesen. Wenn nicht sogar Platz 3, also das Podium. Echt kacke. Oh, nee, da vorne. Warte mal, das ist wieder eine Ölspur. Bitte nicht hier in der Kurve. Okay, haben wir vermieden, aber leider, glaube ich, niemand von vorne ausgeschieden. Schade. Also damit kommen wir auf Platz 6 ins Ziel beim ersten Rennen. Echt eine solide Leistung, aber wie gesagt, doch echt schade, weil schon mehr drin gewesen wäre eigentlich. Also Podium, Platz 4 oder so. Trotzdem geile Punkte, also 3 Punkte zu Beginn ist trotzdem ein guter Einstand. Aber wie gesagt, Podium wäre schon möglich gewesen. Durch den Fehler locker so 10 Sekunden verloren. Barrichello auf Platz 3, Massa 2., Schumacher 1. Und dann bei der Konstrukteurs-WM sind wir aktuell mit Toro Rosso auf Platz 5 sogar. Sehr schön. Also echt ein geiles erstes Wochenende gewesen. Aber so einfach wie heute in Bahrain bekommen wir nicht mehr die Punkte. Das nächste Rennen ist dann eben Malaysia. Und damit, Freunde, würde ich auch sagen, sind wir jetzt mal am Ende von der ersten Folge angelangt. Die Aufnahme echt schon ultra lange. 1 Stunde 47 Minuten. Also schon sehr, sehr heftig, Freunde. Damit würde ich sagen, war es das mit der ersten Folge von der Formel 1 Championship Edition Karriere beziehungsweise Formel 1 2006. Also, Freunde, habt doch einen schönen Tag. Haut rein, bis zum nächsten Part. Lasst ein Like da, wenn euch die erste Folge gefallen hat. Also, Freunde, haut rein, bis zum nächsten Part und ciao.